Erinnerst du dich an Penny, die erste Schwarze, die Miss Universe gewann? Sie musste nach ihrem Sieg viele Entbehrungen hinnehmen. Aber hier siehst du, wie sie 46 Jahre nach ihrem Sieg bei der prestigeträchtigen Veranstaltung aussieht. Schönheit ist subjektiv. Eine Blume ist schön, eine verschneite Landschaft ist schön, ein funkelnder Nachthimmel ist schön. Aber was ist mit Menschen? Und so wurden Schönheitswettbewerbe ins Leben gerufen. Alle schönen Menschen eines bestimmten Ortes konnten versammelt und in verschiedenen Bereichen bewertet werden, um zu entscheiden, wer genau die Schönste ist und diesen Titel verdient. Seit ihrer Entstehung haben sich die Schönheitswettbewerbe weiterentwickelt und viele Länder auf der ganzen Welt veranstalten regelmäßig Schönheitswettbewerbe. Einer der beliebtesten ist Miss Universe, der seit 1952 existiert. Die Mädchen, die in diesen Shows auftraten, wurden zum Maßstab für Schönheit. Aber erst 1977, ganze 25 Jahre nach der ersten Show, gewann eine Schwarze die Miss Universe-Wahl. Diese Frau hieß Janelle Commission und bevor sie zur schönsten Frau des Universums gekrönt wurde, war sie Miss Trinidad und Tobago, eine kleine Karibikinsel vor der Küste Venezuelas. Nachdem sie den prestigeträchtigen Wettbewerb gewonnen hatte, wurde Janelle, die wegen ihrer kleinen Größe auch Penny genannt wurde, schlagartig berühmt. Komischerweise stand diese schöne schwarze Frau zuvor noch nie auf der Bühne. Mit 24 Jahren war sie sich noch nicht einmal hundertprozentig sicher, was sie mit ihrem Leben anfangen wollte. Sie hatte sicher nie davon geträumt, Schauspielerin oder Model zu werden oder im Mittelpunkt der Begierde vieler Männer zu stehen. Sie wusste nur, dass sie in der Modebranche arbeiten wollte und diesen Traum hatte sie schon als kleines Kind. Mit 13 war sie von Trinidad und Tobago in die Vereinigten Staaten gezogen, wo sie das Schulsystem durchlief und schließlich am Fashion Institute of Technology in Manhattan studierte. Hier begann ihre Leidenschaft für Bekleidungsdesign so richtig zu wachsen. Sie entwarf mehrere schöne, hochwertige Kleidungsstücke, aber mit 23 musste sie zurück. Das war zwar schön und gut, aber sie war dort unbekannt. Penny hatte sich in Amerika ein Leben und einen Namen gemacht, sodass es ihr schwer fiel, nach Hause in die Unbekanntheit zurückzukehren. Deshalb beschloss sie, an einigen Schönheitswettbewerben teilzunehmen, um ihren Namen ein wenig bekannter zu machen. Aber die Leute waren schockiert, als sie die Bühne betrat und alle umhaute. Die Juroren waren von ihrer Kultiviertheit und ihren Manieren beeindruckt. Sie hatte eine wunderbare Körperhaltung und ein tadelloses Benehmen. Die Wahl fiel ihr leicht und es war kein Wunder, dass sie die lokalen Wettbewerbe, an denen sie teilnahm, gewann. Plötzlich schien die ganze Welt über sie zu sprechen und bevor sie wusste, wie ihr geschah, nahm sie an den Miss Universe Wettbewerben teil, bei denen die Gewinnerinnen von Wettbewerben aus aller Welt gegeneinander antraten, um herauszufinden, wer die Schönste der Schönsten war. Penny gewann mit Bravour und wurde zu einer Berühmtheit. Leider waren nicht alle so glücklich darüber, dass eine Schwarze die Wahl gewonnen hatte. In den 70er Jahren war Rassismus noch weit verbreitet und sie wurde von der Öffentlichkeit und anderen Teilnehmern, die den Titel der Miss Universe verpasst hatten, heftig beschimpft. In ihrem eigenen Land wurde sie sehr respektiert, aber in vielen anderen Ländern sah das schon anders aus. Dennoch hielt Penny ihren Kopf hoch und besuchte viele afrikanische, asiatische und europäische Länder in der Hoffnung, den Rassismus zu minimieren. Sie wusste, dass es mehr als einen Schönheitswettbewerb brauchte, um die Sichtweise auf schwarze Frauen zu verändern. Aber es war ein Schritt in die richtige Richtung. Einer der Preise für den Sieg bei der Miss Universe-Wahl war ein Jahresvertrag und Probeaufnahmen bei Paramount Pictures, einer der größten und renommiertesten Filmgesellschaften Hollywoods. Das hatte Penny viele Türen geöffnet, wenn sie die Studiobosse beeindruckt hätte, aber sie weigerte sich, eine Karriere in Hollywood zu machen. Es war nicht nur unglaublich schwierig, in der Filmindustrie Fuß zu fassen und nichts war garantiert, sondern für eine schwarze Frau war es noch viel schwieriger, es zu schaffen. Deshalb entschied sie sich, stattdessen das Geld zu nehmen. Die Leute haben Penny für diese Entscheidung verspottet. Sie konnten nicht verstehen, warum sie die Chance auf Ruhm und Ehre in Hollywood gegen Geld austauschte. Die zweitplatzierte Miss Universe fühlte sich durch diese Entscheidung besonders brüskiert, denn jeder andere von ihnen hätte den Hollywood-Preis genommen und sie hatten das Gefühl, dass Penny diese Chance egoistisch vergeudet hatte. Aber um ehrlich zu sein, war das Kino weder Pennys Traum noch ihre Leidenschaft. Ihr Herz schlug immer noch für die Modebranche. Aber würde diese Branche Teil ihrer Zukunft sein? Oder hatte das Leben andere Pläne? Als ihre Pflichten als Gewinnerin eines Schönheitswettbewerbs endeten, nutzte sie das Preisgeld, um ihr eigenes Bekleidungsgeschäft zu gründen. Außerdem heiratete sie ein Unternehmen namens Brian Bowen, den Gründer von Bowen Marine, einem der größten Bootsbauunternehmen der Region. Leider starb Pennys Mann nach einigen Jahren Ehe bei einem tragischen Autounfall und sie musste sein Unternehmen übernehmen. Das war keine leichte Aufgabe, denn viele der Kunden ihres Ex-Mannes waren der Meinung, dass eine Gewinnerin eines Schönheitswettbewerbs ein solches Unternehmen nicht leiten sollte,
und hielten sie für überfordert. Was sie nicht wussten, war, dass Penny im Laufe der Jahre gelernt hatte, wie sie ihr Geschäft erfolgreich führen konnte. Ihr eigenes Bekleidungsunternehmen wurde immer erfolgreicher und sie wusste, wie man großen Erfolg hat. Leider hatte niemand gedacht, dass eine Schönheitskönigin in der Lage sein würde, eine solche Verantwortung zu tragen. Selbst nach all den Jahren musste Penny immer noch Beschimpfungen und Entbehrungen von Leuten ertragen, die nicht an sie glaubten und ihr nicht zutrauten, dass sie dazu fähig war. Nichts hatte sich wirklich geändert und das war definitiv eine demoralisierende Sache. Aber hat sie aufgegeben? Nein, im Gegenteil, sie nutzte diese Not, um sich anzuspornen und noch größere Dinge zu erreichen. Viele Jahre später in der Gegenwart ist Penny glücklich mit ihrem zweiten Ehemann Alvin Chow verheiratet, einem Titan der Medienbranche. Das liebende Paar adoptierte ein wunderschönes Mädchen namens Sascha und bildete zusammen eine fantastische Familie, auf die alle neidisch waren. Sie waren wirklich ein Vorzeigetrio. Aber außerhalb ihres Familienlebens hatte Penny auch viel Erfolg und Glück. Von 2012 bis 2015 arbeitete sie in der Tourismusentwicklungsgesellschaft und nutzte ihren Ruhm und ihr großes Wissen über ihr Heimatland, um den Tourismus anzukurbeln und mehr Menschen in die Region zu locken. Ein paar Jahre später, 2017, wurde Penny zur Vorsitzenden der Tourism Trinidad Destination Management Company ernannt, eine enorme Aufwertung ihrer ursprünglichen Position. Im stolzen Alter von 69 sieht Penny, oder Queen Penny, wie sie jetzt besser bekannt ist, für ihr Alter einfach fantastisch aus. Sie ist immer noch schön und sieht viel jünger aus, als sie tatsächlich ist. Sie setzt sich noch für die Rechte von Frauen ein, insbesondere von Schwarzen, und nutzt ihre beträchtliche Macht und ihren Einfluss, um die Welt zu verändern. Queen Penny blickt oft auf die Schönheitswettbewerbe zurück, an denen sie teilgenommen hat, und erschrickt ein wenig, weil die Leute damals so viel über ihre körperliche Form diskutiert haben. Aber trotzdem bereut sie nichts. Penny sieht ihre Vergangenheit als Schönheitskönigin als einen notwendigen Schritt auf ihrem Weg. Ohne die Misswahlen wäre sie nicht da, wo sie heute ist, um etwas zu verändern und etwas in der Welt zu bewirken. Sie war im Laufe ihres Lebens nicht nur sehr erfolgreich, sondern hat auch dazu beigetragen, Trinidad und Tobago auf die Landkarte zu bringen. Ihr Bild ist sogar auf den Briefmarken des Landes zu sehen und eine Straße wurde nach ihr benannt, nachdem das Land die Unabhängigkeit von Großbritannien erlangt hatte. Und obendrein kleidet sich Penny immer noch tadellos. Denn du kannst das Mädchen aus der Modeindustrie rausbekommen, aber niemals den Stil aus dem Mädchen. Jetzt liegt es an dir. Was hältst du von dieser unglaublichen Geschichte? Wie hättest du dich gefühlt, wenn die Leute wegen etwas so albernen wie deiner Hautfarbe nicht an dich geglaubt hätten? Glaubst du, dass die schöne Penny ihren Sieg und all den Erfolg, der sich daraus einstellte, verdient hat? Wie immer freuen wir uns, wenn du uns deine Meinung mitteilst. Also lass uns deine Gedanken und Meinungen unten in den Kommentaren wissen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.